Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich meine Tomatenpflanzen vermehre. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Hallo ihr Lieben, willkommen bei Garten und Küchenzeit. Ja, es ist fast Mitte September und für mich ist es immer so die Zeit, wo ich dann dran denke, ja, welche von meiner Lieblingspflanzen möchte ich denn für nächstes Jahr vermehren oder wieder haben? Und ich habe lieber vorher meine Saat für nächstes Jahr, als wenn ich zu spät bin und dann nächstes Jahr dann keine habe und das wäre zu schade. Bevor ihr jetzt ins Gewächshaus oder draußen ins Beet losmarschiert oder losrennt und euch eure Lieblingspflanzen aussucht oder eure Lieblingstomaten, die ihr nächstes Jahr auf jeden Fall wieder haben möchtet, möchte ich euch noch ein paar Tipps geben, dass ihr auch die richtigen aussucht und nicht, dass es nachher dann die Erwachung ist, Mensch, warum sind die Pflanzen denn nichts geworden? Ja, als erstes finde ich, ist auch das Wichtigste, dass ihr die feste Saatgut nimmt. Und zwar ist es damit gemeint, dass ihr von der Mutterpflanze, also von der Tomatenpflanze, die kein Hybrid ist oder so, sondern eine Mutterpflanze, von der auch die Saatgut habt, so dass ihr auch genau die gleiche Pflanze auch nächstes Jahr habt. Das ist damit gemeint. Das ist einmal ganz wichtig bei der Auswahl. Und dann auch, dass ihr gesunde Pflanzen nimmt, also von der gesunden Pflanze die Frucht, dass sie keine Kraut- und Braunfäule hatte oder sonst irgendwie ganz mäkerig ist. Da solltet ihr auch noch drauf achten. Ansonsten habt ihr nachher auch gleich den Pilzbefall in der Frucht und das in der Saatgut auch. Und das wollt ihr auch nicht. Ihr wollt ja gesunde Pflanzen. Ja, und dann solltet ihr auch reife Früchte nehmen. Also reife Tomaten, nicht die gerade noch so halb grün, halb gelb ist. So Hauptsache, ich habe die Saat oder so. Nee, dann die so richtig schön reif sein. Das ist immer ganz wichtig. Ja, und wenn ihr jetzt diese alle Tipps beachtet habt, dann könnt ihr jetzt losrennen und euch eure Tomaten aussuchen und die Saat für nächstes Jahr dann. Ja, und das will ich auch machen. Das will ich euch nämlich auch zeigen. Ich möchte nämlich dieses Jahr, ich ziehe meine Tomaten selber und kaufe die nicht, es sei denn, ich habe so eine tolle Pflanze irgendwo in so ein Tütchen, wo ich es dann kaufe, aber dann auf jeden Fall eine feste Saatgutpflanze. Ja, ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr Fleischtomaten wieder haben, diese gelben Fleischtomaten. Ich weiß nicht, es sind einige, die es vielleicht nicht mögen, die Fleischtomaten. Ich finde, die schmecken richtig lecker und man kann sie so vielseitig benutzen. Ich finde, ob es im Salat ist oder auch, die eignen sich auch richtig schön, wenn man so einen Schmorbraten macht, so mit Tomaten und so. Also es wird richtig toll. Und also die möchte ich auf jeden Fall. Oder die Ochsenherzen, die finde ich auch toll, die dürfen bei mir auch nicht fehlen. Die baue ich noch an und ja, es gibt so viele. So Cherry-Tomaten hatte ich dieses Jahr gehabt, die gelben und die roten. Die waren super lecker. Also mein Sohn, der ist fast 1,5 Jahre alt und er rennt nur ins Gewächshaus und pflückt sie diese Cherry-Tomaten, die mag er so gerne. Ja, die will ich auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder, also nächstes Jahr, nicht dieses Jahr, nächstes Jahr wieder haben. Und was auf gar keinen Fall fehlen darf bei mir, sind die Paprikatomaten. Also ich weiß nicht, ich finde die so toll, die Paprikatomaten. Die sind, also wenn ich jetzt Tomatensauce koche, ich finde die praktisch, weil die haben nicht so viel Saat drin. Das wäre dann auch wieder schwierig, da überhaupt eine Saat zu finden. Ich meine, klar, ein paar Paprikatomaten haben Saatgut drin. Aber nicht so wie normale Tomaten, sage ich mal, wo da so viele Saatgut drin ist. Ja, und für Tomate Mozzarella finde ich sie perfekt. Also ich weiß nicht, ich finde, sie haben auch so die Größe, wo auch die Mozzarella so schön drauf passt. Und die sind einfach aromatisch. Ja, die dürfen bei mir nicht fehlen. Natürlich nehme ich auch noch ein paar normale Tomaten, die man so kennt, diese Rispentomaten. Die werde ich auch noch nehmen und ich glaube, dann habe ich schon ein paar. Also ich fange erstmal so ein bisschen klein mit weniger Tomaten und dann würde ich mir jedes Jahr dann vielleicht ein, zwei Sorten dazu nehmen. Mal schauen. Ja, und das sind so meine Sorten, die ich dieses Jahr wieder die Saatgut gewinnen möchte. Ich möchte für nächstes Jahr. Genau. Ja, und das möchte ich euch gerne zeigen dann. So, und dann
gehe ich jetzt mal meine Tomaten aussuchen. So, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt in meinem Gewächshaus mit meinen Tomatenpflanzen. Meine Utensilien habe ich schon dabei, so eine Metallschale und meine Gartenschere. So, dann werde ich jetzt erstmal meine Tomaten pflücken. So, hier hinten versteckt habe ich jetzt die gelbe Fleischtomate. Also wenn man sehen kann, die geht eigentlich nur von der Größe. Ich hatte eine, die war wesentlich größer. Ne, die kommt auf jeden Fall mit. So, und dann werde ich diese Ochsenherztomate mitnehmen. Die schneide ich gleich ab. Die ist zwar klein, aber die ist schön reif. Ich habe nämlich hier vorne welche, die sind noch nicht reif, wenn man das sehen kann hier. Also die, solche müsst ihr bitte nicht pflücken zum Saat rausholen. Ne? Die lässt ihr schön noch rot werden und reif. So, und die roten, die normalen Tomaten kommen auch noch mit. Da reicht so eine. Wie gesagt, die haben so viele Saatgut, diese einfachen Tomaten. Die kommt auch mit. Und wie gesagt, und hier sind diese ganzen gelben Cherries. Und die sind so lecker. Kann man auch einfach so vernaschen. Die kommen auf jeden Fall auch mit. Aber ich denke mal, da reicht auch erstmal eine, da ist ja auch Saatgut drin. Und guckt mal, schaut euch das mal an. Ist das nicht ein Meer von Paprikatomaten? Oh, ich liebe die ja so. Die dürfen auf gar keinen Fall in meinem Sortiment fehlen. Ja, und da nehme ich jetzt natürlich auch noch Saatgut für nächstes Jahr. Hier sind auch noch ganz schön viele Grüne. Ich hoffe, es wird noch lange, lange warm und Sonnenschein. Ansonsten, ja, man kann sie zwar nachreifen, aber ich finde, wenn man sie nachreifen lässt, dann schmecken sie trotzdem anders, als wenn sie im Gewächshaus in der Sonne und so ja, rot werden. Das ist schon echt ein Unterschied. So, und die wandert jetzt auch in meine Schale. So, und diese 5 Tomatensorten möchte ich nächstes Jahr nochmal haben. Und wie gesagt, nochmal gucken. Vielleicht jedes Jahr eine Sorte noch mit dazu. Und dann hat man doch noch eine ganz schöne Vielfalt an Tomaten. Ich habe jetzt eine Tomatensorte vergessen mit aufzunehmen. Das ist die rote Cherry-Tomaten. Die habe ich jetzt mit gepflückt. Ich habe jetzt solche kleine Schnapsgläschen genommen und dann mit einem Malerkrepp draufgeklebt und draufgeschrieben, was das für eine Tomatensorte ist. So, dass ich nachher auch weiß, wo ich was für eine Sorte habe. Ja, die befülle ich jetzt mit ungefähr, ja, 2 cm ungefähr. Also so viel braucht man dafür nicht. Mit Wasser. Also kommt überall Wasser mit rein. So, jetzt beginne ich mit der gelben Fleischtomate. Die wird einmal raufgelegt und einmal quer durchgeschnitten. Wenn man die schon aufmacht, dann kann man schon sehen, so die einzelne Saat. Falls man da nicht so gut sehen kann, am besten, so wie ich jetzt gerade, noch eine Scheibe abschneiden. Dann kann man schon ein bisschen mehr sehen. Ja, und die habe ich jetzt mit einer Messerspitze dann rausgefischt. Ihr könnt auch einen kleinen Teelöffel nehmen oder einen Kuchenlöffel und dann rausschabern. Genau, und wie gesagt, das habe ich auch drauf geschrieben, dass das eine gelbe Fleischtomate ist. Und dann kommt das einfach, kommt die Saat ins Wasser rein. Als nächstes habe ich dann die Ochsenherztomate. Da werde ich auch einmal in der Mitte durchschneiden. Eigentlich ist die Vorgehensweise genau die gleiche. Dann macht man auch auf und dann schaut man da rein. Also ich finde, bei den Fleischtomaten und bei den Ochsenherzen sind nicht, ich meine, das sind Saatgut, aber nicht so offensichtlich. Aber es geht eigentlich bei der. Ja.
Und die hole ich dann auch wieder raus und packe ins Gläschen mit dem Wasser rein. So, jetzt sind die gelben Cherry-Tomaten dran. Da ist ordentlich was an Saat drin. Kann man sich gar nicht vorstellen, obwohl die sehr klein ist. Aber mit Saatgut ist sie ordentlich gefüllt. Ja, und die kommen auch ins Gläschen rein. Jetzt kommt meine Lieblingssorte, die Paprika. Da wird es wiederum schwierig, nach einer Saat zu finden. Da muss man schon ordentlich gucken und vielleicht nochmal so wie ich gerade komplett ausschneiden und so ein bisschen rausschabern. Ich meine, diese Paprika-Tomate hat nicht ganz so viele Saatgut, aber ich habe ja noch ein paar mehr. Da kann ich noch ein paar mehr rausholen, sodass ich doch ein paar mehr von dem Saatgut habe als nur 4 oder 5. Ja, wie gesagt, die haben nicht so viele Saatgut. Aber man findet sie trotzdem, wenn man genau hinguckt. So, und jetzt kommt meine letzte Sorte. Das sieht man ganz genau an dieser Saat. Da ist ja ordentlich viel. Also meiner Meinung nach sind diese normale Rispentomaten, die haben so viel Saatgut, also da braucht man keine Angst zu haben, dass man nicht genug hat. Also sie, wie gesagt, hat ordentlich. Ist auch nicht so schwer, die da rauszubekommen. Und die wandern auch in das Gläschen. Und so müsst ihr 4 Tage ungefähr die Saatgut im Wasser drin lassen, so dass sich diese durchsichtige Schicht löst. So sieht das nach 2 Tagen aus. Die schützen nämlich die Saat gegen Bakterien und Keime. Und dann löst sie sich und dann sind die Saatgut, die schwimmen dann unten. Und die, die nichts geworden sind, diese Saatgut, die schwimmen dann oben. Und so sieht das nach dem 4. Tag aus. So wie es eigentlich auch sein sollte. So, jetzt werde ich mir eine kleine Schale hinstellen mit einem kleinen Sieb. Und dann werde ich die einzelnen Saatgut einmal mit lauwarmem Wasser ausspülen, so dass ich auch die restlichen Schmutz oder was von dieser durchsichtigen Schicht übrig geblieben ist, auch löst. Einfach kurz abwaschen. Und das mache ich mit den ganzen Saatgut. Als nächster Schritt werde ich dann die abgespülten Saatgut einmal auf dem Krepppapier drauf tun und so die ein bisschen auseinander machen, damit sie schön ordentlich trocknen können. Also sie müssen jetzt auch trocknen, ungefähr 1,5 bis 2 Wochen, je nachdem. Und nicht vergessen, auch raufzuschreiben, was das für Saat ist. Nicht, dass ihr nachher nicht mehr wisst, was das, ob das jetzt eine gelbe Fleischtomate war oder ob das eine Paprikatomaten war. Ja, dass ihr keine Überraschung habt. Ja, und so geht ihr mit dem einzelnen Saatgut vor. Einmal auf dem Krepp ein bisschen befreien, dass sie ein bisschen Platz haben, so dass sie besser trocknen können. Ja, und so geht ihr weiter vor. Und so sieht das aus, wenn ich alle Saatgut auf dem Krepp habe zum Trocknen. Am besten am Fensterbank. Und als letzten Schritt nur noch in einen Briefumschlag packen, wenn es getrocknet ist. Einfach die Sorte draufschreiben und das Jahr, das ist, wie ihr wisst. Und dann seid ihr auch fertig damit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich weiß nicht, vielleicht macht ihr auch so eure Tomatenvermehrung. So wie ich oder auch anders. Wenn ihr da irgendwie anderen Tipp habt oder es anders macht, schreibt mir gerne in die Kommentare. Es würde mich gerne interessieren, wie ihr das macht. Und ja,
und über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!